بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister im Islam, wir haben schon im Vorfeld erklärt, wie man die Gebetswaschung verrichtet, Al-Wudu, um den Hadath Al-Asra auf Arabisch, das heißt die kleine Unreinheit zu beseitigen. Wie zum Beispiel die Unreinheit, die man durch das Urinieren bekommt und so weiter. Es gibt auch Al-Ghusl, das ist die Ganzkörperwaschung und die ist dazu da, um den Hadath Al-Akbar, um die große Unreinheit loszuwerden. Dieser Ghusl bedeutet, dass man den ganzen Körper wäscht. Das heißt, der ganze Körper muss nass gemacht werden. Wie zum Beispiel, wenn man sich unter die Dusche stellt. Aber man sollte auch in diesem Fall mit dem, weil ich möchte es nur kurz erklären, nicht so detailliert wie vorher. Das heißt, dass der ganze Körper nass wird. Hierbei muss man darauf achten, dass auch unter den Achseln Wasser kommt. Dass am Bauchnabel Wasser reinkommt. Dass man auch nicht vergisst, denn dies ist auch nach einigen Gelehrten, wie zum Beispiel Ahmed Hanbal, Pflicht, dass man Nase und Mund ausspült, so wie auch beim Wudu, und dass ansonsten alles nass gemacht wird. Das ist sehr wichtig bei dieser Ganzkörperwaschung. Ja? Ich gehe gleich noch etwas detaillierter darauf ein. Bei welchen Dingen muss man diese Ganzkörperwaschung machen, um die große Unreinheit loszuwerden? Der erste Zustand ist der Zustand, wenn man Junub ist. Das heißt, wenn man beispielsweise einen Orgasmus hatte. Dies kann geschehen durch einen Traum oder je nachdem durch Geschlechtsverkehr. Ja, das ist Nummer 1, Junub. Das heißt, dies nennt man die große Unreinheit. Das heißt nicht, dass dieser Mensch Unreinheit ist im tatsächlichen Sinne, sondern im ideellen, im abstrakten Sinne unrein. Ja? Dann die zweite ist der Geschlechtsverkehr. Auch wenn man nur mit seinem Geschlechtsteil die Frau an der Öffnung berührt oder beispielsweise es zum Geschlechtsverkehr kommt, aber es nicht zum Orgasmus kommt. In diesem Fall muss Wudu schon gemacht werden. Muss Russe gemacht werden, muss die Ganzkörperwaschung gemacht werden. Hier wollte ich kurz auf eine Frage eingehen, die sich manche Frauen stellen. Manche Frauen beispielsweise, man muss ja über dieses Thema reden, das ist ja sehr wichtig, schlafen mit ihrem Ehemann und nachdem sie dann Ghusl gemacht haben, kommt dann Samenflüssigkeit beispielsweise nochmal rausgelaufen. Und sie fragen sich, was sollen sie jetzt tun? Hier ist es folgendermaßen, sie müssen, wenn sie Ghusl, also sie haben Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann gehabt, machen dann die Ganzkörperwaschung, um die große Unreinheit loszuwerden und dann nach dieser Gebetswaschung kommt halt etwas Samenflüssigkeit herausgelaufen. Was müssen Sie tun in diesem Moment? Müssen Sie die Ghusl nochmal machen? Nein. Denn die große Unreinheit sind Sie los und jetzt haben Sie nochmal eine kleine Unreinheit bekommen, für die Sie Wudu machen müssen. Welche ist das? Dass aus den Sabilein, aus den zwei Öffnungen, eine Substanz herausgekommen ist. Okay. Dass das schon mal verstanden ist. Das ist das Zweite. Wir hatten also Junub, also das, was nach dem Orgasmus beispielsweise kommt, dann Geschlechtsverkehr, auch wenn sich nur, und das wird genannt, die zwei beschnittenen Stellen berühren, in diesem Fall schon, auch ohne Orgasmus, dann drittens, Haid, die Periode, die monatliche Periode, oder natürlich auch bei Mädchen, die eventuell am Anfang ihrer Periode sind, die alle paar Monate eine Periode kriegen, bei denen die Periode noch nicht so regelmäßig ist, dann Nifas, Nifas ist die Nachblutung, nach einer Schwangerschaft, wenn das Kind herausgekommen ist, dann fünftens, wenn ein Käfir Muslim wird, dann ist es auch Pflicht, dass er sich eine Ganzkörperwaschung macht. Worauf geht dies zurück? Es gibt hier erstmal Meinungsverschiedenheiten. Es gibt drei Aussagen. Imam Malik und Ahmed ibn Hanbal sagen, dass es Pflicht ist, für den, der Muslim wird, dass er eine Ganzkörperwaschung macht, dass er Ghusl macht. Dann Imam Shafi'i sagt, dass es Pflicht ist, wenn er vorher schon mal Junub gewesen ist, dass er also die in den Zustand der rituellen Unreinheit gekommen ist, weil er muss sich erstmal von der rituellen Unreinheit befreien. Ansonsten sagt Imam Shafi'i, ist es mustahab, ist es erwünscht. Die dritte Meinung ist, dass es sowieso keine Pflicht ist, die ist von Abu Hanifa. So. Was ist hier richtig? Wir haben Allahu A'lam auf jeden Fall, es wird von Abu Dawud in Hadith Nummer 355 berichtet, dass der Prophet jemanden, der zum Islam konvertiert ist, dazu aufgefordert hat, Ghusl zu machen.
Auch in Ibn Husayma, Hadith Nummer 252, wird dies berichtet. Und die Grundlage, haben wir schon gesagt, bei einem Befehl ist, dass es verpflichtend ist. Hier ist natürlich davon auszugehen, dass der erwachsene Mensch, der zum Islam übertritt, dass er, wenn wir den Gedanken verfolgen und die Meinung von Imam Schafi'i betrachten, dass der Mensch, der erwachsen ist und zum Islam übergetreten ist, dass er mit Sicherheit schon mal im Zustand von Junub gewesen ist, oder eine Frau, die erwachsen ist, dass sie ihre Periode gehabt hat und dass sie sich von diesem Zustand befreien muss. Manche Leute sagen, El-Islam yahdamu ma qablahu, wie Muslim, wie im Hadith von Muslim steht, Hadith Nummer 121, der Islam löscht die Sünden, die vorher gewesen sind, also muss er nichts machen. Aber diese Antwort ist eigentlich nicht präzise, also muss er keinen Russel machen. Aber diese Antwort ist eigentlich nicht präzise, weil wir haben nicht gesagt, dass er eine Sünde hat, sondern er bereitet sich nur mit seinem Russel auf was vor? Auf das Gebet vor. Also er muss eine Bedingung des Gebets erfüllen, nämlich folgende, dass er die rituelle Reinheit besitzt. Das heißt nicht, dass dies eine Sünde ist. Das heißt doch nicht, dass es eine Sünde war, dass er vorher eventuell mit seiner Ehefrau geschlafen hat. Ja, von daher ist dieses Argument, Islam yahdamu ma qablahu, eigentlich ungültig in diesem Sinne. Weil vielleicht war jemand verheiratet gewesen, ein Christ war verheiratet und tritt mit seiner Frau zum Islam über. Das heißt, er war schon im Zustand der großen rituellen Unreinheit, weil er mit seiner Frau geschlafen hat, beziehungsweise weil die Frau mit ihrem Mann geschlafen hat. Sie befreit sich von der rituellen Unreinheit in diesem Sinne, ja, um beten zu können. Das heißt allerdings nicht, dass sie sündig gewesen sind, weil sie vorher miteinander geschlafen haben, weil sie waren ja verheiratet gewesen. Okay, dann gibt es noch andere Punkte, die genannt werden, dass gesagt wird, ja, es sind so viele übergetreten und es wird nicht berichtet, dass sie dazu aufgefordert worden sind, Russel zu machen. Und deswegen ist das Mustahab und so weiter und so fort. Aber es gibt eine Regel, die heißt Ademul Elmi, Leise Elmen bil Adam. Das heißt, das fehlende Wissen ist nicht, ist kein Wissen, dass es auch wirklich fehlt, also dass es wirklich nicht vorgekommen ist. Ja? Und außerdem haben wir jetzt zwei, vielleicht auch mehrere Hadithe, die ganz deutlich bestätigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Menschen dazu aufgefordert hat, Russel zu vollziehen. Ja. Wie gesagt, dann der nächste Punkt, wo Russel Pflicht ist, die meisten Gelehrten sagen allerdings, dass das Mustahab ist in diesem Fall, ist zum Salatul Jumu'ah. Denn im Bukhari steht, Hadith Nummer 879, Ruslu Yomil Jumati wajibun ala kulli muhtalim. Also, dass das Russel am Yom al-Jumma Pflicht ist für jeden Muhtalim, für jeden, der erwachsen geworden ist. Ja? Dass das Pflicht ist. So, und wie schon gesagt, die Grundlage der Verpflichtung ist, dass es Pflicht ist, bis wir einen Beweis haben, dass es keine Pflicht ist. Hier sagen einige Lehrte, ja, wir haben beispielsweise Beweise, dass einige Sahaba, wie zum Beispiel Uthman ibn Affan, zum Jumu'ah-Gebet gekommen sind und haben keinen Russel gemacht gehabt. Und dadurch ist es Mustahab. Auf jeden Fall, ob es Mustahab ist oder nicht, ich denke, wir brauchen es, ob es jetzt Mustahab ist oder Pflicht ist, ich denke, wir sollten uns immer bemühen, am Yom al-Jum'ah, so gut wir können, Russel zu machen. Dann, der siebte Punkt ist der Tod, das heißt, wenn man stirbt, dann ist Russelpflicht. Die Pflicht kann natürlich nicht der Tote selber erfüllen, sondern müssen halt andere für ihn erfüllen. Bei welchen Punkten, also wir haben sieben Punkte aufgezählt, wo gesagt wird, dass Pflicht ist. Der erste Punkt war, wie gesagt, wenn man in der großen rituellen Unreinheit ist, durch Orgasmus. Der zweite ist, durch den Geschlechtsverkehr, beziehungsweise durch das Zusammentreffen der Geschlechtsteile, der zwei beschnittenen Stellen. Allerdings, und dies auch ohne Orgasmus. Drittens, bei der Periode. Viertens, bei der Blutung nach der Geburt. Fünftens, wenn ein Käfir Muslim wird. Sechstens, beim Jumu'ah-Gebet. Wir haben gesagt, dass es hier viele Meinungsverschiedenheiten gibt. Man könnte auch dahin tendieren, dass das Mustahab ist. Und siebtens, beim Tod, was natürlich der Tote nicht selber für sich erfüllen kann. Da sind andere vor verpflichtet. Fardul Kifaya, wenn ein Teil der Umma diese oder der entsprechende Person diese Waschung übernimmt, hat keiner eine Sünde gemacht. Ja? Und er hat natürlich eine gute Tat gemacht. So, bei welchen Punkten, bei welchen Dingen ist es Mustahab? Das sind vier Punkte, die ich hier nenne. Natürlich, Jumu'ah haben wir eben genannt, aber ich nenne nochmal,
El-Eidain, das heißt die zwei Feste, Eidul Adha und Eidul Fitr, hier ist es Mustahab. Dann das zweite, wenn man in den Ihram hineingeht, im Ihram-Zustand, bei der Pilgerfahrt, sei es Umrah, die kleine Pilgerfahrt oder die große Pilgerfahrt, Hajj. Dann drittens der Eintritt in Mekka, dann bei der Pilgerfahrt, dann viertens nach der Waschung eines Toten. In diesen Fällen ist es Mustahab, Ghusl zu machen, eine große Gebetswaschung zu verrichten. Es gibt bestimmt auch noch andere Punkte, das sind erstmal vier Punkte, die ich genannt habe, damit wir uns darauf einstellen können. Natürlich kann ich jetzt in diesem kurzen Vortrag nicht alle Details aufzählen. Dann, was ist die Bedingung für Ghusl? Die Bedingung für Ghusl ist, dass man die Niyya hat. Dass man die Absicht hat, diese Ganzkörperwaschung zu nehmen, wo alles nass gemacht wird, plus Mund und Nase, dass wir diese machen, um die große Unreinheit, Hadathul Akbar, von uns zu entfernen. Zum Beispiel, es könnte beispielsweise jemand hat beispielsweise mit seiner Frau geschlafen und geht danach joggen, ohne vorher zu duschen. Weil es ist nicht Pflicht, weil es wird von einigen Leuten Unsinn erzählt, wenn jemand Junub ist und er geht über die Erde, dann verflucht, und er hat keinen Ghusl gemacht, dann verflucht ihn jeder Punkt der Erde. Das ist wieder ein Märchen, was leider oft erzählt wird, das ist Unsinn. Denn wir haben Hadith beispielsweise von Abu Huraira, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen hat. Und der Hadith ist mit der Nummer 283 in Bukhari. Und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mit Salam gegrüßt und ist weggegangen, weil er sich geschämt hat, im Junub-Zustand dem Propheten den Salam-Gruß zu geben. Was meinte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf danach? Al-Muslimu la yanjus, der Muslim wird nicht unrein. Ansonsten hätte er zu ihm gesagt, ja, wenn du Junub bist, was gehst du überhaupt hin und her? Die Erde verflucht dich, so wie es einige Märchenerzähler von den muslimischen Gebrüder Grimm den Leuten weismachen wollen. So. In diesem Fall beispielsweise, jemand hat mit seiner Frau geschlafen, geht danach joggen, ja, weil er sagt sich, okay, ich will heute sowieso noch mal joggen, was nützt jetzt, ich muss sowieso duschen, dann muss ich ja zweimal duschen, so, er geht beispielsweise danach joggen, beispielsweise, so, jetzt kommt er zurück und er geht unter die Dusche, aber er hat vergessen, dass er duschen wollte, wegen dem Geschlechtsverkehr, wegen der großen Unreinheit, wegen dem Hadathul Akbar, und er duscht sich einfach nur mit der Absicht, um den Schweiß vom Körper zu bringen. In diesem Fall muss er nochmal duschen, um mit der Absicht hineinzugehen, den Hadath und Aqua von sich zu entfernen. Dann, was sind die Säulen? Was sind die Säulen von dem Russe? Die Säulen davon sind, dass man einfach seinen ganzen Körper wäscht. Dass man seinen ganzen Körper wäscht. Ja? Dann sollte man auch Matmada und ist den Schark machen, dass man auch den Mund ausspült und die Nase. Ja. So. Es gibt noch einige Punkte, die erwähnt werden müssen. Einige Leute fragen, muss man nach dem Ghusl Wudu machen? Fakt ist, man muss nach dem Ghusl kein Wudu machen, weil das Ghusl die große Gebetswaschung, die kleine Gebetswaschung beinhaltet. Der Ghusl beinhaltet die große Gebetswaschung, Ghusl beinhaltet die kleine Gebetswaschung, Al-Wudu. Das heißt, man muss kein Wudu machen, es sei denn, während dem Ghusl macht man eine Sache, die die Gebetswaschung bricht. Zum Beispiel lässt Luft raus, kurz vor Ende, oder berührt seine Geschlechtsteile, bevor man die entsprechenden Stellen, die man beim Wudu wäscht, gewaschen hat. In diesem Fall hat man die große Unreinheit von sich gewiesen, muss aber nochmal Wudu machen, um sich für das Gebet vorzubereiten. So. Jetzt, es gibt einige Leute, die sagen, es ist nicht erlaubt, und das ist auch die Mehrheit der Gelehrten, für einen, der Junub ist, in der Moschee zu bleiben. Denn der Prophet Muhammad, es wird berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, und das ist der Hadith mit der Nummer 232 in Abu Dawud, Inni la uhillu al-masjida Lihaiden, wala Junubin. Das heißt, ich erlaube die Moschee nicht für jemanden, für eine Frau, die die Tage hat, und für jemanden, der Junub ist. Allerdings, dieser Hadith ist schwach, ist daif. Die meisten Gelehrten haben allerdings danach gehandelt. Und es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen, von der Logik her. Denn es gab damals viele Menschen,
die in der Moschee übernachtet haben, junge Menschen, junge Männer. Und es ist auch wahrscheinlich, dass sie eventuell mal einen dieser Träume gehabt haben. Und man steht morgens auf und hat beispielsweise, findet beispielsweise Samen in der Hose vor. Und da wurde auch nicht gesagt, dass sie nicht in der Moschee schlafen dürfen, aufgrund dieser Tatsache. Aber es gibt noch andere Punkte, allerdings natürlich, wenn jemand auf Nummer sicher geht. Und ich denke, wer geht schon in die Moschee und ist ein Junub? Also, es ist eigentlich sowieso sehr seltsam. Nur heutzutage haben wir die Frage, wir haben es mit sehr wenigen Unterrichten hier in Deutschland zu tun. Und eine Frau, die jetzt ihre Tage hat, weil der Junub ist, der kann gerne zu Hause duschen und dann ist er rein. Deswegen soll er auch von der Moschee, warum kommt er in die Moschee, wenn er Junub ist? Weil zwischendurch kommt die Gebetszeit. Also ist es sehr unrealistisch, dass jemand, der beispielsweise im Zustand der großen rituellen Unreinheit, Hadath al-Akbar ist, dass er in die Moschee geht. Aber beispielsweise eine Frau, die ihre Tage hat, weil dieser Hadith umfasst sowohl die Frau als auch den Mann. Was macht die? Es gibt vielleicht einen Unterricht in der Moschee. Und gerade hier in Deutschland in dieser Zeit ist es wirklich notwendig, Wissen zu bekommen. Vielleicht ist dies der einzige Weg für sie, wirklich Wissen zu bekommen, auch mit Schwestern zusammenbekommen. Sie ist alleine. Und in diesem Fall kann man einfach sagen, dass eine Notwendigkeit für sie ist. Eventuell, natürlich nicht in jedem Fall. Ja, da muss man dann immer den speziellen, weil ich empfehle, hier auf Nummer sicher zu gehen, weil die meisten Gelehrten es verboten haben. Aber natürlich in so einer Situation, wo eine Frau sieht, dass sie einfach diesen Kontakt braucht, und dass es schwer für sie ist, wenn sie eine Woche diesen Kontakt nicht hat, dass sie sieht, dass ihr Iman runterfällt. Dass es besser für sie ist, in die Moschee zu gehen, unter der Voraussetzung natürlich. Und einige Gelehrte meinen noch, weil es gibt auch Hadithe, dass Aisha radiallahu anha während ihrer Periode in die Moschee hineingegangen ist und hat etwas rausgeholt. Und das steht in Sunan Abi Dawud auch, in Sunan von Abu Dawud. In diesem Fall, wie gesagt, wo so eine Situation auftritt, ja, ich habe immer die Meinung, auf Nummer sicher zu gehen, natürlich, wenn man der Meinung ist, wie viele Gelehrte auch in der neuen Zeit, dieser Hadith ist daif, den beachten wir überhaupt nicht, okay. Ich sage immer, ich gehe immer auf Nummer sicher, viele der alten Gelehrten, auch die Madhab al-Arba, haben es verboten, als Haid in der Moschee zu sein, auf Nummer sicher. Allerdings in so einer Situation, wo es wirklich sehr schwer ist und wo man wirklich sieht, dass man dieses Wissen braucht, dass man diesen Kontakt braucht und dass er schwer für einen ist. Und das ist dann wieder eine Notwendigkeit, um den Iman aufrechtzuerhalten. Wenn die Situation bei einer Frau so ist, sieht die Sache anders aus. Wie macht man jetzt die Ganzkörperwaschung? Ja, ungefähr nach der Sunna. Ich gehe nicht auf jedes Detail ein. Normalerweise fängt man an, die Hände zu waschen. Dann wäscht man die schlechten Teile. Dann wäscht man die Hände nochmal. Mund, Nase ist den Schad. Gesicht. Also man fängt also an, die Hände zu waschen. Die schlechten Teile. Vorne, hinten. Dann wieder die Hände, eventuell den Dreck, den man Händen hat, von den Geschlechtsteilen wegzuwaschen. Dann macht man im Prinzip Wudu, so wie vorher. Ja, einmal Mund, Nase, einmal Gesicht zum Beispiel. Ja, Hände, Kopf, Ohren. Jetzt, nachdem man über den Kopf gestrichen hat, und Al-Adhanani haben wir gesagt, die zwei Ohren sind vom Kopf, danach schüttet man Wasser über seinen ganzen Körper und achtet darauf, dass wirklich alles nass wird. Das ist das Wichtige. Ja? Und der Prophet Sassam hat mit sehr wenig Wasser Wudu gemacht. Deswegen sollten wir auch darauf aufpassen, wir verbrauchen so viel Wasser, das ist nicht von der Sunna. Dass man auch darauf achtet, wie gesagt, dass der Bauchnabel nass wird, dass alle Lücken nass werden, dass man unter der Achsel nass wird und so weiter und so fort, dass alles nass wird. Und am Ende wäscht man die Füße, bevor man rausgeht. Das ist die Sunna, aber es reicht auch, wenn man sich einfach unter die Dusche stellt, dass alles nass wird und macht, sprüht Mund und Nase aus. Reihenfolge und so weiter ist im Russel nicht gefragt. Das ist der wichtige Punkt und ich denke, das reicht, damit ihr wisst, wie es geht. Also wie gesagt, es reicht, wenn man sich einfach abduscht, Mund und Nase ausspült, dass alles nass geworden ist, mit der Absicht, wie wir schon erwähnt haben. Besser ist es, wenn man die Hände wäscht, danach Geschlechtsteile, danach normal wieder die Hände wäscht, normales Wudu macht, Gebetswaschen, also das heißt Mund, Nase, Gesicht, Arme, Kopf, dann über den ganzen Körper Wasser schüttet und dann rechten, linken Fuß. Jazakumullah khairan, alles was richtig war von Allah und alles was falsch war von mir, vom Shaitan und von meiner eigenen Seele. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.